Welcher Idiot hat eigentlich behauptet, Niedersachsen wäre langweilig? Das war ich letzte Woche. Ja. Dabei hat uns die Wahl da oben letzten Sonntag eine regelrechte Sensation beschert. Die SPD lebt, Freunde, sie lebt. Ja, ja. Ist doch so. Die Sozen holen in Niedersachsen unglaubliche 37%. So schade, dass Sigmar Gabriel das nicht mehr erleben kann, oder? Ach nee, kann er ja. Wo ist der eigentlich? Jetzt mal ehrlich, niemand weiß es. Keiner weiß es, ne? Ja, Schulz hat wohl gesagt, lasst es wie ein Unfall aussehen. 37% holt Stefan Weil in Hannover. Dieser Tausendsasser, der hat so drauf, der Typ, dieser Weil. Sogar schon früh morgens. Um 5:30 typischerweise. Dann schnappe ich mir einen Bademantel, gehe mit geschlossenen Augen zum Briefkasten, hole mir die Tageszeitung raus und den Rasierapparat. Das sieht man hier. Lesen Sie wirklich beim Rasieren Zeitung? Ja. Nee. Doch. Nein! Nein! Das gibt's doch nicht! Rasieren und lesen gleichzeitig. Wow! Ich habe gehört, der kann sogar beim Bügeln aus dem Fenster gucken, meine Damen und Herren. Das ist wirklich ein Wahnsinnstyp. Stefan Weil wird in dieser Woche in mehreren deutschen Leitmedien als kommender SPD-Kanzlerkandidat gehandelt. Ja, ja. Er oder Olaf Scholz. Ne? Wirklich, ja. Ja. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Mehrere seriöse Zeitungen behaupten, er könnte der nächste Kanzlerkandidat sein. Das fasst das ganze Elend dieser Partei schön zusammen. Ja, sagt mal, unter den Einbeinigen ist der blinde König oder so ähnlich. Und ich frage, na und? Derweil hat der SPD ihre Würde zurückgegeben. Bisschen Dankbarkeit vielleicht mal. Sie waren am Boden. Sie waren toter als Elvis. Sie haben längst gestunken. Ihre Organe waren schon verkauft. Doch jetzt sind sie wieder da. Und warum? Wegen Weil. Er ist einfach zu Weil für diese Welt. Niedersachsen geht Weil. Weilomat 3000. Weil. Weil, Weil einfach Weil ist. So sieht das aus. Weil, Weil, Weil ist. Ganz genau. Ja. Ja, ja. Und weil Weil bewiesen hat, wenn sich die beiden großen Volksparteien so wie in Niedersachsen gerade richtig behaken, dann schwächt das die AfD. Und die Bürger kriegen als Strafe die nächste GroKo. Naja, aber Niedersachsen war natürlich vor allem, wissen Sie, ein Debakel für die CDU da oben mit ihrem Spitzenkandidaten Bernd Althusmann. Ja? Norddeutschlands bestes Donald-Trump-Double, wenn Sie mich fragen. Ja. 12% Vorsprung hat er versemmelt. 12! War ihm natürlich tierisch peinlich am Tag nach der Wahl. Haben Sie auf mich gewartet? Nein. 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 Niemand wartet auf dich, Bernd. Ach ja, der Bernd kann ja zusammen mit Stanislav Tillich eine Herrenboutique in Wuppertal eröffnen. Aber vielleicht lag es in Hannover auch gar nicht am Spitzenkandidaten, sondern an, ja, an Biologie. Die CDU hat ja eine sehr alte Wählerschaft. Man kann also sagen, sie hat mehr Stimmen durch Todesfälle verloren, als sie durch Erstwähler hinzugewonnen hat. Ja, gegen dieses Sterben müsste die Politik mal was machen. Gibt's doch gar nicht.